Herzlich willkommen hier bei We Love MMA heute zu einem neuen Interview und zwar mit André Pleißner. André, grüß dich. Grüß dich, hallo. 11. Februar, Castello Düsseldorf. Dein nächster Kampf bei We Love MMA steht an. Ein paar Wochen sind's noch. Wie geht's, wie steht's? Soweit alles gut. Training läuft optimal, das Camp läuft. Der Weightcut fängt an. Läuft alles super, muss ich echt sagen. Also ich bin zufrieden, Coaches sind zufrieden. Wir sind da, wo wir stehen wollen momentan und läuft alles nach Plan. Bei deinem letzten Fight, ich erinnere mich ganz gut dran, das war echt ein Knockout, der in Erinnerung bleibt. Da hatte ich so das Gefühl, da ist dir so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen. Würdest du ja sagen, dass das war so? Was waren so deine Emotionen, als du diesen Sieg geholt hast? Boah, also mir ist wirklich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil nach dem ersten Kampf, klar, ich wollte so schnell wie möglich wieder zurück in den Käfig. Und dann fing quasi die Vorbereitung von meinem Trainingspartner an, vom Simi. Und hier auch schöne Grüße. Die Vorbereitung von ihm für seinen Kampf hat angefangen. Das heißt, da hing ich jeden Tag im Gym. Der Junge hat quasi bei mir gelebt. Wir haben zusammen gegessen, trainiert, alles voll durchgezogen. Dann hat der nächste Trainingspartner von mir gekämpft, der Paul. Der hat bei GMC Olympics gekämpft. Und da war ich halt auch jeden Tag wieder im Gym. Ne? Also ich war dann komplett im Gym, war fit, war immer in der Vorbereitung drin. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind fit, wir sind da, wir wollen wieder fighten. Und dann kam Ende August eine Veranstaltung, da ist der Gegner abgesprungen. Dann hieß es, ja komm, wir kämpfen September, hat nicht funktioniert. Und dann kam halt von We Love, ich glaube, es war, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß gar nicht, ob es Stuttgart war oder so, auf jeden Fall im Süden, im Anfang Oktober. Dann kam noch zur Auswahl, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, in Österreich. Ich glaube, Cage Fight Series, ich weiß gerade nicht, so im Kopf. Die hatten auch ein Event, da haben wir aber auch dann irgendwann keine Antwort mehr bekommen. Und dann kam alles klar, Hamburg, We Love MMA. Ich so, ist mir scheißegal wo, ist mir scheißegal gegen wen, ich bin da. Aber das waren halt, wenn du die ganze Zeit dann von Vorbereitung zu Vorbereitung immer jeden Tag im Gym bleibst, irgendwann bist du halt durch. Irgendwann bist du durch und dann ist mir halt echt so ein Stein vom Herzen gefallen, weil es war halt vorbei. Ne? Es hat alles funktioniert, es hat sich gelohnt. Es war einfach so emotionsmäßig einfach, boah, alles weg, geil. Absolut, war auch ein geiler Knockout. Hast du dir wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal angeschaut, weil es war so ein richtiges Highlight-Reel. Ne? Das stimmt wohl. Also es war ein geiles Ding. Ich hatte vom Gegner guten Respekt. Ich habe mir ein paar Kämpfe von dem angeguckt. War auf jeden Fall kein schlechter Mann. Muss sagen, dadurch, dass ich mich viel bewegt habe, habe ich ihm quasi mein Game aufgeschmissen und nicht sein Game. Und dann kam das eine zum anderen. Dein Gegner jetzt, also gegen den du jetzt im Februar kämpfst, Daniel Makin, hast du ihn eigentlich kennengelernt? Ihr habt ja am selben Event gekämpft. Nicht kennengelernt, ich habe mir den Kampf angeguckt von den beiden, weil klar auch Rodi war mein letzter Gegner, war mein erster Gegner. Ne? Und da war ein offenes Business, ne? Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe ja auch nach dem Kampf gesagt, Rodi, wir zwei haben noch ein Open Business. Aber den Kampf mir angeguckt und da habe ich ihn dann quasi zum ersten Mal gesehen. War ein schöner Kampf. Hast du auch seinen letzten Kampf analysiert? Also sein letzter Fight von Makin war ja doch eher ringerlastig. Wie sieht dann bei dir die Vorbereitung aus? Sagt ihr euch dann, hey, pass mal auf, der ringt viel. Wir bereiten uns vielleicht auf eine Takedown-Defense vor. Oder sagt ihr vielleicht, hey, wir bereiten uns ganz allgemein darauf vor und bleiben bei unseren Stärken. Das heißt, wir verbessern nochmal die Stärken, die wir haben. Oder doch eher spezifisch auf den Gegner angepasst? Boah, ich sag mal so, ich mache einfach mein Training weiter. Ne? Also ich mache mein Training weiter. Da ist jetzt keine große Spezialisierung. Der Mann ist nicht nur ringerlastig, der hat harte Hände, harte Kicks. Der ist seit 8 Jahren im Profigeschäft, der macht gegen mich seinen 20. Fight.
Da muss ich auf alles vorbereiten. Da kann ich jetzt nicht nur sagen, ja, ich übe jetzt Takedown-Defense und mache Boden, weil der Junge ist gut im Boden. Ja, der hat aber auch harte Hände und harte Kicks. Ne, das darf man bei dem Jungen nicht vergessen. Der tritt hart, der schlägt hart, der ist physisch sehr stark. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich muss mich darauf konzentrieren und darauf. Ich muss mich auf alles konzentrieren. Bei dem muss ich mich echt, das ist ein super Allrounder, ich muss auf alles konzentrieren und ich würde sagen, genau das mache ich. Übrigens, starke Kicks. Weißt du, was mir bei deinen Kämpfen auch immer aufgefallen ist? Du kickst sehr viel. Ist das so eine Sache, die ihr wirklich auch immer plant? Das heißt, so richtig so die Beine des Gegners kaputt machen? Oder ist das vielleicht auch so eine unterbewusste Sache? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ist eher so ein unterbewusstes Ding, ne? So passt gerade alles klar rein. Ich weiß selber, dass ich harte Kicks habe. Das höre ich oft genug. Und dann, wenn es passt, dann musst du, wenn die Chance da ist, dann müssen die Dinge halt schnell sitzen. Ne? Da ist nicht viel Zeit für Überlegung. Ja, absolut. Und du sagst ja selber, du befindest dich jetzt im Training. Wie sieht so deine Vorbereitung aus? Hast du diese klassischen 8 bis 10 Wochen? Du hast ja vorhin selber noch gesagt, du hast viele Jungs, mit denen du trainierst, die du auf ihre Kämpfe vorbereitest. Wie sieht jetzt gerade dein Training aus? Wie oft? Und hast du diese klassischen 8 Wochen Vorbereitungszeit? Erzähl ein bisschen. Puh, also so klar, man sagt halt, okay, Fight steht an in 8 Wochen, wir geben jetzt Gas. Aber im Prinzip geben wir eigentlich fast jeden Tag Gas. Ne? Also wenn ich jetzt nicht direkt in der Vorbereitung bin, klar, dann ist das Training trotzdem voll da. Aber dann kann es halt auch mal einen Tag geben, wo ich sage, okay, heute passt es mir mit dem Training nicht. Ich musste länger arbeiten oder, keine Ahnung, ich mache heute vielleicht dann eine noch größere Runde nochmal mit dem Hund. Aber in diesen 8 Wochen ist halt, da gibt es halt nicht dieses Jahr, ich mache halt nochmal eine Runde oder das passt mir heute nicht, weil ich länger arbeiten muss. Nein, in der Zeit ist strikt, dann ist Training, dann habe ich da zu sein und dann nehme ich die Einheit mit. Geil. André, dein Fight sehen wir am 11.02. im Castello in Düsseldorf. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Erstmal, ich bedanke mich auch bei dir für die Möglichkeit. Bedanke mich bei Wheel of MMA, dass ich wieder kämpfen darf. Leute, wenn ihr mich sehen wollt, kommt gerne vorbei am 11.02. in Düsseldorf. Ich freue mich über jeden, der kommt und lasst uns einfach Spaß haben.